Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach. Alles, was ich eigentlich bewirken will mit diesen Videos, was vielleicht manchen Leuten noch nicht klar ist. Ich will dich einfach wieder an das Gesetz der Anziehung erinnern. Es wirkt auf dich wie das Gesetz der Schwerkraft. Und so, wie du gelernt hast, mit dem Gesetz der Schwerkraft, schon als kleines Kind, dem du immer wieder hingefallen bist und wieder aufgestanden bist, indem du dich zurechtgefunden hast und es nutzen kannst, das Gesetz der Schwerkraft, so kannst du auch das Gesetz der Anziehung, das auf jedes Individuum in dieser Dimension und im ganzen Universum wirkt, kannst du dir zu eigen machen. Du wirst vielleicht ein paar Mal hinfallen, aber du wirst immer wieder aufstehen und merken, hey, vielleicht ist ja doch etwas dran an dem Gesetz der Anziehung. Ich weiß jetzt nicht, wo du gerade mit deinen Überzeugungen stehst, aber vielleicht hast du schon so Sätze gehört, was du siehst, das wirst du ernten. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Das spiegelt eigentlich diese alten Weisheiten aus dem Volk, spiegeln eigentlich das. Zu allen Zeiten hat es Menschen gegeben, die ihren Mitmenschen das Gesetz der Anziehung näher bringen wollten. Es hat halt bis heute nie die Massen durchdrungen. Es waren in den Jahrhunderten immer nur ein paar Menschen, die sich selbst erkannt haben in ihrer Welt und erkannt haben, dass ihre eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen entscheidend sind für die Ereignisse, die sie erleben und für die Dinge, die sie magnetisch anziehen in ihrem Leben, ne? Und sie wollten es ganz einfach ihren Mitmenschen mitteilen. Aber jetzt über YouTube und übers Internet haben wir wirklich die Chance, den Massen von dem Gesetz der Anziehung zu berichten, sodass immer mehr Menschen besser mit dem Gesetz der Anziehung umgehen können. Wie gesagt, es wirkt auf jeden Menschen, aber viele Menschen ist es nur unbewusst klar und sie nehmen oft auch nicht die volle Verantwortung für ihr eigenes Erleben. Ne? Sie denken, ja, das Positive, für das übernehmen sie gerne Verantwortung, aber das Negative sagen sie dann, ja, das ist zufällig, das war Pech. Der andere hat das Ereignis auf mich übergestülpt, der ist in mich hineingefahren bei einem Unfall, oder der hat mich betrogen, oder der hat mich belogen, der hat mich bestohlen. Aber dieses Opferdenken bringt euch da eigentlich nicht weiter, weil ihr habt jedes Ereignis, ihr zieht jedes Ereignis magnetisch an in eurem Leben, ne? Aber ja, ich will euch einfach vom Gesetz der Anziehung berichten, weil wenn ihr es einmal versteht, dann könnt ihr besser damit umgehen, ne? Und könnt gezielter durch euer Leben gehen und die Dinge anziehen, die ihr wirklich wollt, ne? Das Universum kennt nur Ja, das Universum kennt kein Nein. Und wenn ihr jetzt euch auf das, was ihr nicht wollt, konzentrieren und sagt, ich will das nicht, ich will das nicht, dann wird dieses, was ihr eigentlich nicht wollt, mehr in eurem Leben, weil das Universum, das Gesetz der Anziehung kennt kein Nein. Es kennt nur euren Fokus.
auf was ihr euren Fokus lenkt. Egal, ob ihr euch euren Fokus jetzt auf etwas Positives lenkt, ihr vermehrt das. Und wenn ihr jetzt euren Fokus auf etwas Negatives lenkt, dann vermehrt ihr das in euer Leben. Drum, ihr könnt nichts wegpushen, ihr könnt nichts auslöschen, ihr könnt euch nur auf etwas anderes konzentrieren und so wird das andere Positive mehr und mehr. Ja, viele Worte. Ich möchte euch jetzt noch aus einem Buch vorlesen, das sich mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigt. Das sind Geistwesen, die aus einem Medium sprechen. Und ich finde dieses Wissen aus diesem Buch sehr, sehr unverfälscht, ne? Ja, ich lese euch das jetzt vor zum Thema Gesetz der Anziehung, was diese Geistwesen uns mitteilen wollen. Das Gesetz der Anziehung. Wir wissen, dass unsere Fähigkeit zu lehren nicht so sehr davon abhängt, wie viel wir wissen, sondern davon, ob wir richtig einschätzen, wie viel jemand, der unsere Worte hört, bereits weiß und was er überhaupt verstehen kann. Unsere Effektivität als Lehrer beruht einzig auf der Fähigkeit zu begreifen, was und wie viel du begreifen kannst. Nur dann können wir dir unser Wissen auf eine Weise präsentieren, mit der du etwas anfangen kannst. Aus diesem Grund überprüfen wir ständig, wie ihr Menschen die Welt seht und bieten unsere Erkenntnisse stets auf der Grundlage eures gegenwärtigen Verständnisses an. Aber da es unter euch so viele verschiedene Ansichten, Meinungen, Weltanschauungen, Ideologien und Glaubensrichtungen gibt, wird das, was wir wissen, von manchen Menschen eher angenommen werden als von anderen. Wir sind aufgrund deiner Intentionen von dir angezogen worden. Das Buch in deinen Händen ist der materielle Beweis dafür. Du hast gelernt, gewisse irdische Gesetze zu verstehen und du erkennst dann, dass sie für euch alle gleichermaßen gültig sind. Weil du das Gesetz der Schwerkraft akzeptierst und durch eigene Erfahrungen auch verstanden hast, kannst du es heute zu deinem Vorteil anwenden. Wir sind gekommen, um dich an ein anderes Gesetz zu erinnern. Wie das Gesetz der Schwerkraft wirkt es sich auf euch alle gleichermaßen aus, und zwar völlig unabhängig davon, ob du es akzeptierst oder nicht. Und ob du es verstehst oder nicht. Das Gesetz der Schwerkraft ist ein physikalisches Gesetz, das deine materielle Existenz bestimmt, während das Gesetz, das wir dir gleich erklären werden, für alle Dimensionen gilt, für materielle wie auch geistige. Dieses Gesetz ist ewig, gilt also für immer und es ist grenzenlos, gilt also überall. Es ist das wichtigste und das machtvollste Gesetz, das du jemals kennenlernen wirst. Es heißt Gesetz der Anziehung.
Wir definieren es folgendermaßen: Das Gesetz der Anziehung ist die Basis jeder Existenz. Es ist das mächtigste Gesetz im Universum. Es stellt die Grundlage für jedes Wachstum dar. Das Gesetz der Anziehung bildet die Basis der kosmischen Harmonie. Es sorgt dafür, dass sich dein Planet und alles, was existiert, ständig in einem perfekten Gleichgewicht befinden. Es ermöglicht unsere gegenwärtige Existenz und unser Wachstum. Es lautet: Gleiches zieht Gleiches an. Dieses Gesetz ist so einfach und so offensichtlich, dass es uns immer wieder erstaunt, wie wenige unserer materiellen Freunde erkennen oder anerkennen, dass sie selber über ihr Leben bestimmen. Du selbst bestimmst über dein Leben. Die meisten von euch glauben eher an das genaue Gegenteil, an ein nicht existentes Gesetz der Fremdbestimmung. Wenn ihr euch euer Leben anschaut und alles, was euch widerfährt, äußeren Einflüssen, ob nun gut oder schlecht, zuschreibt, dann redet ihr von Fremdbestimmung. Doch die gibt es einfach nicht. Es gibt keine Fremdbestimmung. Lass dir das nicht einreden. Du bist die einzige Kraft, die irgendetwas in dein eigenes Leben hineinziehen kann. Niemand anderer kann deinem Leben etwas hinzufügen. Nur du kannst deine eigenen Erfahrungen anziehen und empfangen. Du bist der Magnet, der alles in deine Wirklichkeit hineinzieht. Die Kombination aus Gedanken und den ihnen entsprechenden Gefühlen bestimmt das Ausmaß deiner Anziehungskraft. Wenn du einen Gedanken denkst, fühlst du. Und wenn du etwas fühlst, dann strahlst du etwas aus. Und wenn du etwas ausstrahlst, ziehst du das an, was deiner Ausstrahlung entspricht. Wenn du an etwas denkst, das du unbedingt willst, und du vor lauter Vorfreude ganz aufgeregt bist, dann zieht die Kombination aus deinem zielgerichteten Gedanken und dem entsprechenden positiven Gefühl das Objekt deiner Begierde an. Wenn du an etwas denkst, das du auf gar keinen Fall willst oder das du nicht hast, aber haben möchtest und dabei Enttäuschung, Wut oder Angst spürst, dann ziehst du die Kombination aus deinem zielgerichteten Gedanken und dem entsprechenden negativen Gefühl das Objekt deiner Ablehnung oder Frustration an. Die Summe deiner Gedanken und Gefühle entspricht den Erfahrungen deines Lebens. Ja, ich als Lower Coach beschäftige mich schon seit über 30 Jahren mit dem Gesetz der Anziehung. Ich bin selbst schon durch viele Höhen und Tiefen gegangen und denke, dass ich besonders dir mein Wissen weitergeben kann. Wenn dich das Gesetz der Anziehung interessiert und wenn du dein Leben endlich selbstbestimmt in den Griff bekommen willst, dann melde dich bei mir. Gerne coache ich dich zum Gesetz der Anziehung. Melde dich einfach. Ciao.